Jo Leute, was geht ab? Wir sind wieder da. Da hinten ist Mila, genau da. Ist ein bisschen stürmisch heute, deswegen weiß ich nicht, ob man mich hören wird. Ich komme einfach näher dran. Da kommt Mila angelaufen. Mila, nein, mach mich nicht dreckig. Ich gucke euch mal, wie die aussieht. Mila. Ab. Geh. Mila. Die soll weg. Die hat hier in Erde geschnüffelt. Die ganze Nase ist jetzt... Mila, jetzt... Mila mobbt mich. Ich werde von Mila gemobbt, Leute. Nein, heute Vlog. Ich werde euch ein paar News geben zum Community Teamspeak, wie ihr es im Titel schon gesehen habt, und zum DayZ-Server. Die Leute fragen immer, wann startet der, was gibt's Neues? Ich habe es ja schon ein paar Mal bei Livestreams erzählt. Ich werde es aber jetzt nochmal allgemein für YouTube-Leute erzählen. Also ich habe natürlich mir einen Notizzettel gemacht, habe den vergessen. Deswegen habe ich das hier spontan nochmal so auf dem Handy eingetippt, damit ich wenigstens den Großteil der Infos nur weiß. Fangen wir an, Community Teamspeak Server haben wir jetzt aufgesetzt. Das bedeutet, wenn ihr mit uns zocken wollt, mit uns unterhalten wollt, kommt vorbei. Teamspeak, natürlich Teamspeak 3. Adresse ist ts.mucke.de. Aber unten in der Beschreibung seht ihr das auch nochmal. Dann kommen aber auch Eingabe widerrufen. Was für Eingabe widerrufen? Dann kommen wir auch schon gleich zu den Infos zum DayZ-Server. Da werde ich jetzt einmal alle, die mir gerade spontan eingefallen sind, aufsagen. Wo ist Mila? Mila ist ganz weit da hinten. Okay, solange kein Andro unten in der Nähe ist, ist das okay. Der DayZ-Woche wird noch, also wir, der ist schon aufgesetzt. Da laufen aber noch kaum Scripts drauf. Also wir sind immer noch am Testen. Dauert für euch wahrscheinlich drei, vier, fünf Wochen aufwärts, bis er wirklich funktioniert, komplett. Wir sind gerade noch alles am Testen, Performance, alles läuft zurzeit stabil, 60 FPS ohne Drops. Ist aber noch auf dem Testserver, das heißt, wenn er auf dem Live-Server ist, wird es noch besser laufen, weil er bekommt einen eigenen Root für sich. Mila. Was schnüffelt die wieder? Was schnüffelt die Kleine wieder? Nein, Mila. Ich habe Angst. Ich habe mir neue Boots gekauft hier. Und wenn die Mila mit ihren, ihr müsst euch halt vorstellen, die Felder sind komplett, ja, leer gemacht worden und geerntet worden und jetzt ist da nur noch Schlamm und Matsch und ich möchte nicht, dass sie auf meine nagelneuen Schuhe tritt. Also für euch sagen wir 4 Wochen ungefähr, wenn ich etwas höre noch. Da müsst ihr ein bisschen Verständnis haben. Der Server soll nämlich normal laufen, soll nicht so laufen, dass wir jeden Tag, jede Stunde neu starten müssen, alles. Ihr wollt ja auch Spaß da drauf haben. Map wird Taviana sein. Also um genau zu sagen, Origins Taviana. Also es wird ein Euripoch-Server. Aber verändert. Also auch Sektor B, die neuen Alien-Inseln, alles da. Mila, geh weg. Dieser Hund, ne? Der wartet nur drauf, um meine Schuhe zu zerstören. Es wird Euripoch sein, aber mit Abänderung. Das heißt also, die Händler werden wir zum Beispiel komplett abändern. Es werden keine Origins-Häuser geben, die werden wir komplett deaktivieren. Das hat den vollen Grund, weil... das erzähle ich euch nachher, aber noch in diesem Video natürlich. Also es wird Euripoch sein, ja. Man kann Häuser bauen von Epoch aus, das heißt also, ihr könnt Wände decken, ihr habt alles, was bei Epoch, fast alles, was bei Epoch ist, könnt ihr setzen, ausgenommen von Safes und diesen Lockboxen. Wir möchten nämlich auf dem Server nichts einführen, wo ihr Sachen safen könnt, zumindest vorerst. Das wird also keine Locksafes geben. Wenn ihr Sachen safen wollt, müsst ihr eine Base bauen und die halt abschließen. Aber da gibt es auch nochmal ein Feature, was später erwähnt wird. Also ihr könnt eure Sachen safen, wenn ihr einfach 4 Wände baut, eine Tür und das zunagelt mit einem Combination Lock. Aber so weit müsst ihr erstmal kommen. Es werden keine Safes sein oder auch keine Autos, die man abschließen kann. Es wird nämlich nichts geben, was man zu 100% abschließen kann. Das heißt, solltet ihr zum Beispiel in Zelten, also man wird dementsprechend in Zelten oder in Shreds oder sonst wo safen oder vielleicht auch in Autos, die da stehen, aber... Pass auf, jetzt kommt der Clou. Wenn wir zum Beispiel in eure Base einbrechen, während ihr das, die Garage aufmacht und wir campen und dann zack, sind wir auf einmal drin, kein Hund in der Nähe, dann können wir eindringen und komplett alles, was ihr habt, können wir klauen. Das heißt also auch die Autos, weil die nicht abgeschlossen sind, können wir mitklauen. Die Autos gibt es auch nicht beim Händler zu kaufen, die wird das nur random zu finden sein, die muss man dann fertig machen.
hat auch einen Grund, ich gehe jetzt allgemein auf die Händler ein. Die Händler werden komplett abgeändert. Ihr könnt keine OP sein, ihr könnt allgemein nicht mal Waffen kaufen. Ihr werdet alles verkaufen können, ihr könnt aber nur gewisse Sachen kaufen. Dazu gehören zum Beispiel die Kettensäge, weil Holz ist zerstörbar. Das heißt also, wenn ihr eine Holzbase baut, müsst ihr davon ausgehen, dass irgendjemand mit einer Axt oder mit einer Kettensäge hingeht und zack, zack, innerhalb von, sagen wir, ja, die werden schon viel aushalten, aber man kann sie zerstören. Mila ist da hinten, kleiner Check, alles gecheckt. Aber was man auch zum Beispiel kaufen kann, sind Plotpoles. Ihr braucht zum Bauen keine Plotpole, aber ihr braucht eine zum Maintain. Das heißt also, wenn ihr nicht maintaint, dann verschwinden eure Sachen. Nach, ich glaube, 2 Wochen wollten wir das einstellen. Deswegen braucht man auch Gold. Ja, und sonst eher weniger. Jetzt geht Mila schon mal richtig nach Hause. Soll ich auch schon mal gehen? Die Sache ist, also es ist so stimmig, wahrscheinlich muss ich das zu Hause drehen, das Video. Ich gehe einfach mal die Liste weiter ab. Also man kann alles kaufen, man kann alles verkaufen, aber sehr wenig kaufen. Das heißt, sehr wenig bedeutet, Medic-Stuff kann man kaufen, Essen, Trinken kann man kaufen. Es gibt einen, in Klammern, Autohändler, den werden wir machen so, dass man Glas, man kann Engine, man kann Reifen, sowas kaufen, aber keine ganzen Autos, sowas wird es nicht geben. Auf dem Server wird eine Whitelist herrschen. Ja, wie das Verfahren, wie wir das genau machen, bekommt ihr später mit. Soweit haben wir uns noch nicht gekümmert. Also das heißt, wie ihr euch bewerben könnt oder wie wir die Leute zulassen, da müsst ihr noch ein bisschen warten. Da kommt wieder Mila angelaufen. Die hat da hinten, da sind ein paar Gänse. Und hast du nicht gesehen, was für Viecher? Und Mila hat die jetzt gespottet. Der Sniper-Blick ist ausgefahren. Mila ist am Jagen. Also keine Loks, habe ich ja schon mal gesagt. Also auch keine Autoloks, keine abschließbaren Autos, Leute. Das heißt also, ne? Man kann natürlich abbauen. Gibt es ja bisher diese Funktion, man kann mit Reifen abbauen, aber wenn einer mit 4 Reifen hingeht, dann war es das, Leute. Es werden nur 2 SUVs auf der Map geben. Es werden keine Superautos geben. Also es gibt Autos mit Guns, mit PKPs, die von Origins aus da sind, ja. Es wird keine Miniguns geben, es gibt keine Blackhawks, es gibt... Ich weiß nicht, was da noch kommen kann. M2 haben die es mit Geschützen, gibt es nicht. Alles gibt es nicht, Leute. Es gibt nur faire Autos, also nicht so OP-Autos. Es gibt diese, wie heißen diese? Offroader, glaube ich, mit einer PKP, die gibt es. Es gibt ein, dieses Superauto, was ich erzählt habe, mit diesem Belagerungsauto, nenne ich das, wird es auch geben, aber nur einmal auf dem Server. Das heißt, wer das hat, ne, der kann davon ausgehen, dass der durchgehend angegriffen wird. Und da ist es auch so, ich habe gesagt, das ist eine Leiter, ist jetzt abgeändert worden, ist ab jetzt eine Treppe. Das heißt also, mit einer Leiter könntet ihr nämlich durch Wände euch durchbacken. Wenn ihr jetzt auf die Leiter geht und dann das Auto vorfährt, dann könnt ihr euch durch Wände durchbacken. Gibt es jetzt nicht, denn es gibt jetzt eine Treppe. Das heißt also, es ist wie eine Treppe, die ihr sozusagen hinschiebt. Und dadurch könnt ihr nicht mehr durch die Wand glitschen. Da muss man aber auch dazu sagen, glitschen ist sowieso verboten auf dem Server. Bei der Whitelist werden wir sehr streng sein. Wer einmal Scheiße baut, ist komplett weg vom Server. Da gibt es keine zweite Chance. Dazu gehört natürlich sowieso Cheaten, Bug-Usen, gegen die Regel verstoßen. Die Regeln werden wir noch überlegen. Wir werden die Regeln nicht groß halten, aber es wird 1-2 Regeln geben, damit dann natürlich eine Ordnung herrscht. Eine Regel ist zum Beispiel, man darf jetzt nicht die Türen 100.000 Mal versuchen zu knacken. Weil klar, es gibt dann 999 oder 1000 Kombinationen. Das heißt, man kann, nee, 999 Kombinationen, glaube ich. Und klar kann man dann irgendwie, na, ihr wisst schon, euch durch oder einfach alles durchtesten. Wir werden vielleicht überlegen, ob wir das so einführen, dass wenn man 2 Mal hintereinander den Code falsch eingegeben hat, dass man für einen Server 10 Minuten Bann bekommt oder so, dass man das umgehen kann. Es wird keine OP-Waffen geben, also wahrscheinlich sogar nicht mal eine DMR. Es wird ein M24 sowas geben, es werden neue Overpoch vielleicht Waffen sogar geben, aber keine DMRs, kein Lapur, Magnums, keine AS-50 wie von anderen Servern. Wie dumm ist man? Keine M2-Geschütze, sowas wird es nicht geben. Sektor B wird komplett neu gemacht von uns, also erstmal ein bisschen angeschwert am Anfang und später, wenn der Server läuft, werden wir da auch versuchen, neue NPCs reinzubringen, sowas, neue Sachen, vielleicht neue Features. Da wird es auch richtig guten Stuff geben, dass es sich lohnt, dahin zu gehen. Und wir möchten versuchen, dass man da immer so einen Clan-Fight bringt. Also da wird es schon was Besonderes geben. Da kommt ein Last oder so ein, nicht Laster, sondern so ein Ding vorgefahren. Ich habe euch letztes Mal schon gezeigt, bei meinen Eltern wird hier dumm gebaut. Und wenn der jetzt weiterfährt, ne, der fährt nicht, der ist angehalten, hätte ich euch was zeigen können. Also, Sektor B wird neu gemacht, wir werden an der Insel eventuell auch noch ein bisschen verändern. Muss man erstmal gucken, wie das an der Performance sieht.
Und Combinations Locks. So, das ist die letzte Notiz. Combination Locks braucht ihr, um Sachen, beziehungsweise um Türen abzuschließen. Mila, komm! Da kommt die kleine Mila. Braucht ihr, um abzuschließen. Wir werden es aber so machen, dass es diese Combination Locks extrem selten gibt. Also die werden einen extrem, extrem hohen Maß haben. Das heißt, am Anfang wird es sowieso so sein, dass alle Leute, die drauf bauen möchten, dass sie hingehen. Ich muss gucken, wo ich hier hingehe, weil hier ist alles voller Schlamm. Es hat heute so heftig geregnet. Wir werden so machen, dass Combination Locks extrem. Wir wissen noch nicht, wie, wo die genau spawnen werden. Also die werden es extrem selten sein und einen extrem hohen Wert. Also wahrscheinlich auch sehr viel Tauschgut. Ne? Also wir möchten so eine kleine Ökonomie einbilden, dass Leute gegen zum Beispiel Zement oder sowas, ja nicht Zement, aber so andere Bausachen wie ja, irgendwelche Bausachen, dass man tauschen so untereinander auf dem Teamspeak oder so. Mal gucken, wie wir das machen. Also Combination Locks extrem selten. So lange müsst ihr dann natürlich ja, Zelte benutzen. Taviana ist groß genug, wo man Zelte verstecken kann. Und eine Sache ist mir noch eingefallen für die PvE-Lords unter euch. Ne? Ich nenne es einfach mal PvE-Lords. Es gibt ja Leute, die machen weniger PvP. Die sagen von Anfang an, die sind nicht so gut im PvP. Oder die sagen von Anfang an so, ja, wir machen aber auch gerne PvE. Zum Beispiel, wenn die Heroes farmen wollen. Es wird natürlich Bandit und Heroes geben. Dann kämpft man ja gegen Zombies. Oder Leute, die einfach nachts hingehen, 3-4 Stunden looten. Zum Beispiel hatte ich damals, der Lucky hat es gerne gemacht. Für die gibt es dann auch was Besonderes. Wir werden nämlich bei Zombies, wir werden gewisse Zombie-Typen aussuchen, zum Beispiel Bauarbeiter-Zombies, die, dass wenn man die tötet, dass sie eine Chance haben. Ich weiß nicht, man, Cinderblock ist schon zu viel, aber irgendein Baustoff oder irgendwas Wertvolles zu droppen, was, wo man sich sagen kann, okay, Heroes, die farmen, die haben auch einen kleinen Vorteil. Oder was heißt nicht Vorteil, sondern die können sich auch zusätzlich ein bisschen, ja, in Klammern, ne, ein bisschen schneller Sachen erfahren oder so. Muss man gucken, wie wir das machen. Missionen werden wir auch natürlich. Guck mal, wir werden alles gucken, wie das geht. Ich möchte auch nicht zu viel versprechen. Wie gesagt, 4-5 Wochen aufwärts kann es noch dauern, je nachdem, wie schnell wir sind. Deswegen, Leute, habt Geduld. Ich werde zwischendurch immer Informationen bringen. Vielleicht streame ich sogar mal auf dem Server, damit ihr schon mal wisst, wie das aussieht. Ich habe hier schon mal ganz kurz reingestreamt. Letztes Mal bei irgendeinem CSGO-Stream habe ich euch den Server schon mal gezeigt. Deswegen, Leute, ich hoffe, also wenn alles klappt, Leute, wird das der geilste Server sein. Der geilste DayZ-Server, den es jemals gegeben hat. Mila, komm! Deswegen, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Ideen habt, was man ändern kann, dann sagt Bescheid in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Mit der Whitelist müssen wir gucken, wie wir das machen, weil wir haben schon so viele Anfragen. Aber ihr sagt jetzt, alle, die jetzt anfragen, die bekommen natürlich keinen Bonus. Es gibt ja so ein kleines Testteam, was ich mir ausgesucht habe. Aus 10 Leuten besteht das. Die testen das die ganze Zeit. Die haben uns schon sehr viele Ideen gegeben. Und ja, Leute, wir sehen uns demnächst. Vielleicht bald sogar auf unserem Community Teamspeak oder DayZ Server. Haut rein, ciao!